Hi und herzlich willkommen. Und da doppelt ist der kleine Romeo. Und ich will heute mal wieder über mein Lieblingsthema sprechen, nämlich Sucht. Ich habe gestern Pharmakologie geschrieben, zum dritten Mal, weil ich Pharmakologie absolut nicht kann, weil ich Pharmakologie für weitestgehend unnütz halte, in Anbetracht von Psychohygiene und Lebensstilveränderungen. Aber ich habe da mal wieder darüber nachgedacht, dass die medizinische Fakultät lehrt, dass Opiate nicht süchtig machen bei Schmerzpatienten. Ich habe das nie verstanden. Ich habe das auch im das sechste Semester, wo Pharmakologie offiziell gelehrt wird, nicht verstanden. Ich dachte, das ist doch, wie kann das nicht süchtig machen? Das geht doch aufs Belohnungssystem. Und ich habe kürzlich mich mit einer Freundin darüber unterhalten, die Psychologin ist, liebe Grüße an dieser Stelle, ich weiß, dass sie zuguckt, ziemlich wahrscheinlich, die mir erzählte, sie glaubt nicht daran, dass es diese Neuroadaption gibt, dass man automatisch von Substanzen süchtig wird, weil sie selber mal Opiate bekommen hat zur Schmerztherapie und danach hatte sie keine Entzugserscheinungen. Und mir war die ganze Zeit nicht klar, warum das so ist, warum jemand, der Opiate zur Schmerztherapie bekommt, komischerweise nicht süchtig danach wird, obwohl das Belohnungssystem aktiviert wird. Und dann irgendwann ging mir ein Licht auf, weil das Problem mit Süchten ist ja immer, dass man die nimmt, weil vorher psychologisch irgendwas vorgefallen ist. Also das Problem ist folgendes. Eine Substanz per se macht dann süchtig, wenn man sie zur Linderung von emotionalen Schmerzen quasi verwendet. Also solange ein Schmerzreiz da ist und man diese Assoziation einmal gemacht hat, dass von einer bestimmten Substanz der Schmerz weggeht, kommt man immer wieder, wenn man dieselben Schmerzen hat, assoziativ, unbewusst auf die Idee, diese Substanz zu konsumieren. Und bei Schmerzen, halt im Krankenhaus, somatischen, körperlichen Schmerzen, gehen die Schmerzen nicht, in letzter Konsequenz, nicht weg, weil man ein Schmerzmedikament nimmt, sondern weil der Körper heilt. Und in dem Moment, wo der Körper heilt und keine Schmerzen mehr hat, realisiert das Belohnungssystem nicht, dass es diese Substanz haben will. Sprich, man hat danach keine Entzugserscheinungen, weil man kein Bedürfnis nach der Substanz hat, weil man unbewusst, assoziativ nicht diese Verknüpfung hat. Schmerzen, Substanz. Kann natürlich sein, wenn man irgendwann später wieder an derselben Stelle diese Schmerzen hat, dass man dann plötzlich ein Bedürfnis nach der Substanz bekommt. Außer ich glaube, dass sich das dann auch alles wieder relativiert hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was ist das Problem? Das Problem bei Süchten ist, dass sie nur entstehen können, wenn man eine Substanz missbraucht, um diese Gefühle, diese emotionalen Schmerzgefühle oder emotionalen Leidzustände zu bekämpfen. Es kann natürlich auch bei einem Schmerzpatienten mal gleichzeitig passieren, sagen wir, okay, jemand ist Schmerzpatient und parallel dazu trennt sich sein Partner oder seine Partnerin von ihm. Und diese emotionalen Schmerzen, die er dann hat, assoziiert er gleichzeitig mit der Einnahme der Opiate. So kann der danach tatsächlich Entzugserscheinungen haben, wie es jemand, der nur körperliche Schmerzen hat, dann eben nicht hat. Man weiß das auch von Ratten- oder Mäuse-Experimenten, die man ja sowohl mit Kokain als auch mit Oreos als auch mit allen möglichen Sachen gefüttert hat und immer festgestellt hat, oh, die Viecher werden süchtig davon. Die werden vielleicht von Zucker sogar süchtiger als von Kokain. Man weiß bei denen aber auch, dass die viel suchtgefährdeter sind, weil die ein scheiß Leben haben. Das sind Versuchstiere, die im Käfig leben, die nicht ihr eigentliches, frei bestimmtes Draußenleben in freier Wildbahn erleben dürfen. Man weiß dasselbe von Menschen, die, also wenn man untersucht, warum ist jemand suchtgefährdet und warum nicht. Jemand, der ein verhältnismäßig glückliches Leben hat, also sagen wir jemand, der einen erfolgreichen Job hat, eine glückliche Beziehung, ein Haus, ein Kinder, Familie ist intakt und alles, und der konsumiert gelegentlich Kokain, der hat ein wesentlich geringeres Suchtproblem
eigentlich fast gar nicht vorhanden, sogar wenn ich mich da recht erinnere, als jemand, der unten innerhalb der Gesellschaft angesiedelt ist, der einen Scheißjob hat oder vielleicht sogar gar keinen Job. Da sind wir bei diesem Fixer-Milieu, also Leute, die eh schon unten sind und die stürzen dann noch weiter ab. Jemand, der oben ist und gelegentlich Kokain konsumiert, der hat da wesentlich weniger Probleme mit. Außer, dass es natürlich auch dem mal schlecht gehen kann. Und in dem Moment, wo man die Substanz missbraucht, um sich selbst emotionale Schmerzen zu nehmen, nur in dem Moment ist das ein Problem. So kann man durchaus mal irgendwas konsumieren, was theoretisch süchtig machen könnte, wenn man es in einer Situation macht, in der man Spaß hat. Sagen wir, sich überessen, übersaufen oder über sonst was auf einer Hochzeit. Wenn man feiert, weil da Leute heiraten und glücklich ist und alle sind so schön beisammen und man genießt das Leben und so ein glücklicher Anlass, da neigen diese Substanzen nicht dazu, einen süchtig zu machen. Wenn man aber parallel dazu, dass man auf einer Hochzeit ist, sich besäuft, weil man selber so alleine ist in seinem Leben, dann wird das Ganze zu einem Problem. Und wenn ihr so ein bisschen so seid wie ich, dann habt ihr irgendwann mal in eurer Kindheit die Assoziation aufgebaut, unbewusst natürlich, dass das Süßkram tröstet. Ne? Also bei mir war es so, dass wenn ich mir zum Beispiel irgendwas getan habe, also ich bin gestürzt, habe mich verletzt, habe mir den Kopf aufgeschlagen und dann eine Wunde, da bin ich nicht getröstet worden, da bin ich angeschnauzt worden dafür, dass ich so bescheuert war, mir sowas anzutun. Und wenn da kein Trost kommt und man in dem Moment rein zufällig in Kontakt kommt mit Substanzen, die schlechte Gefühle wegmachen können, dann wird man so konditioniert, dass man immer wieder, wenn diese Gefühle auftauchen, man danach greift. Sprich, bei mir war das dann so, ich habe keinen Trost bekommen, ich habe keine Zuwendung bekommen, mir wurde nicht verziehen, ich habe mich minderwertig gefühlt, ich habe mich unzulänglich gefühlt. Und immer wenn diese Gefühle auftauchen, ich fühle mich ja bis heute unzulänglich. Zum Beispiel gestern nach der Pharmaklausur habe ich mich auch unzulänglich gefühlt. In dem Moment denke ich, ich will Substanzen haben. Und ich glaube, dass es fast allen Leuten exakt genauso geht. Leuten, die nicht eine Figur haben, wie ich sie habe, die nicht irgendwie einen normalen BMI haben, Leute, die nicht gesund sind, sondern Leute, die Diabetiker sind und trotzdem nicht aufhören können, Zucker zu essen, Leute, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben und trotzdem nicht aufhören können, zu Fett zu essen oder zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Wenn man das nicht bleiben lassen kann, obwohl man weiß, dass es einem schadet, ist das in jedem Fall eine Sucht. Und deswegen ist das Ganze mein Lieblingsthema, weil ich glaube, die meisten Krankheiten kommen daher. Und da sind wir einerseits bei meinen Lieblingstherapiemethoden, nämlich Psychohygiene und Lebensstilveränderung. Und das eine bedingt das andere. Jeweils. Wie psycho und somatisch. Man kann, aber glaube ich weiß es nicht genau. Ich habe ein Buch gelesen von einer Psychologin, deren Namen ich nicht mehr weiß. Es nannte sich Food is a Family Affair und ging darum, wie man einerseits von der Familie Essensweisen vermittelt bekommt, andererseits aber auch, dass die Psyche innerhalb der Familie dann eine Rolle spielt. Und diese Psychologin sagte, dass es so gut wie unmöglich sei, jemanden, der weiterhin seine Droge nimmt, psychologisch zu therapieren, weil da kein Rankommen ist an diese Gefühle. Die Gefühle sind ja alle verdrängt durch die Substanz und unterdrückt und man wird sich dessen nicht bewusst. Daher ist es, also es muss schon beides irgendwie Hand in Hand gehen. Denn wenn man nur die Ernährung ändert, dann kommen auch wieder Gefühle auf, die man bearbeiten muss. Oder wenn man nur die Substanz weglässt. Schlussendlich muss man lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, aufgrund denen man Substanzen konsumiert. Und im Gegensatz zum Schmerzpatienten heilt das nicht automatisch. Es war diese Woche ein Artikel im Spiegel, auf den mich dankbarerweise eine Facebook-Freundin von mir hingewiesen hat. Für alle, die dieses Video irgendwann später in der Zukunft sehen und nicht wissen, wann diese Woche ist, es war der Spiegel Nummer 26 aus dem Jahr 2017. Da ging es darum, wie viele Leute nach einer
Magenverkleinerung, Suchtkrankheiten entwickeln. Es ist gerade eine Studie erschienen, die leider irgendwie nicht namentlich erwähnt wurde, sondern nur die Universität, die sie gemacht habe. Ich glaube, es war in Pittsburgh. Deswegen kann ich die nicht nachschlagen und euch auch nicht verlinken. Finde ich kacke an Printmedien. Internet ist viel besser, da hat man immer direkt einen Link zu der Studie. Da hieß es, dass jeder Fünfte, der eine Magenverkleinerung bekommen hat, alkoholkrank ist nach 5 Jahren. Und dass jeder 13. zu illegalen Drogen greift. Und ich habe immer gesagt, wenn man eine Magen-Bypass-OP macht, operiert man das falsche Organ. Das Organ Magen ist nicht das Problem. Das Problem ist im Kopf. Und das bestätigt das sehr schön, denn die Gefühle werden ja nicht wegoperiert in dem Moment, wo man einen Großteil des Magens rausschneidet. Und die Gefühle müssen anders bewältigt werden. Und so ein Chirurg verliert seine Patienten dann aus dem Auge. Er sagt, er hat das hier, ne? Hab ja alles gemacht, hab ja alles operiert. Die werden danach auch immer noch alle halbe Jahr, zumindest in der Uniklinik in Köln ist das so, haben die wieder Vorstellungen in der Klinik und es wird gefragt, wie es ihnen geht, weil sie sich ja auch an spezielle Ernährungsrichtlinien dann halten müssen, und solche Sachen. Aber die suchen sich einen Kompensationsmechanismus. Es war auch parallel dazu die Geschichte einer Frau abgedruckt, die nach Magen-Bypass-Operation spielsüchtig war. Oder Leute, die dann dem Kaufrausch verfallen und alle diese Sachen. Also man muss da ran. Es ist da. Es ist nicht der Schmerz und das Opiat in Kombination, was das Problem ist. Es ist der psychische Schmerz, wenn man den mit Substanzen bekämpft und dann die Assoziation im Gehirn als Prägung zurückbleibt, dann kommt man immer wieder, wenn man dieselben Gefühle hat, dasselbe Problem hat, auf die Idee, diese Substanz zu konsumieren. Wenn man sie nicht mehr konsumieren darf, wie bei einer Magen-Bypass-Operation, dann sucht man sich halt eine andere. Ich stelle das sogar an mir fest, dass wenn ich versuche, mir Kaffee abzugewöhnen, ich auf die Idee komme, hier Schokolade zu wollen und solche Sachen. Oder auch, dass ich von einer Klausur nach Hause komme und völlig ausgebrannt bin und denke, ich will jetzt ein Bier und diese Sachen. Und ich habe das immer noch. Ich hab diese Psychoscheiße, obwohl sie mich nicht krank macht, nervt sie mich. Ich habe das immer noch nicht bewältigt, weil ich immer noch nicht in den Momenten, wo es mir schlecht geht, jemanden habe, der mir Trost spendet. Also echten Trost. Und es nervt mich. Also es nervt mich, das Prinzip nervt mich einfach, dass ich da so bedingt bin. Und es ist immer noch klar, das ist, man kann sich als erwachsener Mensch nicht mehr Trost von seinen Eltern erhoffen. Man kann sich Trost selber geben oder man kann, wenn man Glück hat, jemanden haben, dem man vertraut, der einem Trost spendet, dann in den Momenten, aber ich habe so jemanden nicht. Also niemanden, der so gut ist darin. Ich kann das selber am besten. Aber ich schaffe es auch nicht. Es gelingt mir nicht. Und das frustriert mich auch. Also es ist wirklich kacke und es ist nervig. Aber ja, ich wollte das einfach mal, weiß ich auch nicht, euch mitgeteilt haben. Im Sinne der Raus aus der Lustfalle-Geschichte und die ganze Essensproblematik da draußen im Internet, ne? Also ich gucke mir ja an, welche Videos von mir gerne gesehen werden. Und es läuft immer darauf hinaus, abnehmen. Alle Leute wollen immer nur abnehmen. Und Leute, die abnehmen wollen, landen in Essstörungen. Und dieser ganze Scheiß und diese ganze YouTube-Fitness-Scheiße und Essensscheiße. Das ist alles viel zu primitiv. Das ist auch alles das falsche Organ. Es wird sich um das falsche Organ gekümmert. Es wird sich die ganze Zeit um den Bauchspeck gekümmert. Aber hier ist das Problem. Es liegt nicht daran, dass man ein Kindheitstrauma hat. Ne, sonst hätten ja, wie es immer heißt, die Leute in der dritten Welt auch alle das Problem. Es liegt daran, dass man irgendwann als Kind in der westlichen Welt die Assoziation geknüpft hat, dass das geht. Dass man Trost spenden kann mit Zucker. Dass man Gefühle wegmachen kann mit Zucker, dass schon emotionale Schmerzen weggehen mit Zucker und Fett und all diesen Sachen, die wir da so haben. Halt auch mit Zigaretten und auch mit Alkohol. Und größtenteils, die meisten Krankheiten, die wir so haben, hängen damit zusammen. Mit zu viel Fressen, mit zu viel Rauchen, mit zu viel Saufen. Eigentlich so, mir fällt eigentlich kaum eine Krankheit ein, die nicht damit zusammenhängt. Außer genetische Erkrankungen. Die kann man sowieso nicht kurativ behandeln, da kann man nur irgendwie Symptome mindern.
oder Unfälle. Also wir bräuchten eigentlich nur Unfallchirurgen da draußen. Und vielleicht gibt es dann noch so ein paar ganz wenige degenerative Erkrankungen, die man dann halt einfach im Alter kriegt, vielleicht aber auch nicht. Wahrscheinlich sogar nicht. Wahrscheinlich sind auch das diese Sachen unfallchirurgisch schon hinzukriegen. Ja, es ist bitter. Es ist echt bitter da draußen. Ich finde eigentlich, also definitiv jeder Diabetiker und jeder Herz-Kreislauf-Patient, jeder mit einer Pankreatitis, jeder mit Gicht, alle Krebskranke eigentlich ab zu einem Psychologen oder einem Psychiater. Das Problem ist da, nicht im Körper. So, das war's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich. Ansonsten sage ich ciao, bis bald, eure Silke.